Hallöchen, im heutigen Gameplay hier mit dem neuen Straßenfeger. Jo, die Waffe könnt ihr momentan freischalten in Cold War durch ein paar kleinere Multiplayer-Aufgaben. Und natürlich mit einem kleinen Trick könnt ihr auch schneller nachladen, wie ihr präsentiert. Aber ja, die Waffe wäre eine Vollautomatik-Shotgun, hohe Feuerrate, guter Schaden. Und ja, eine Menge Muni mit dabei, die aber langsam nachlädt. Dafür hätte ich heute hier einen Waffenguide parat, wie ihr hier die Waffe gut bauen könnt. Und natürlich noch mit dabei noch ein paar Neuigkeiten wegen dem neuesten Update. Und welche noch reinkommen werden. Und dann, meine Freunde, let's go! Und bei der heutigen Waffenklasse für die Straßenfeger habe ich natürlich hier drauf geachtet, dass ihr hier die Waffe stärker macht. Mit den Entenschnabel habt ihr mehr Streuung. In die Breite bedeutet, ihr könnt aus der Hüfte leichter treffen. Die anderen Mündungen haben irgendwie nur Nachteile und keine richtigen Vorteile irgendwie. Tja, einfach den Entenschnabel rein und fertig. Bei den Lauf hätte ich hier Sonderkommando drin für nochmal erhöhten Schaden. Die Reichweite geht aber runter, bedeutet weniger Schaden aus der Distanz, aber mehr im Nahkampf. Tja, ihr könnt stattdessen auch hier den Lauf mit mehr Feuerrate, mehr effektive Reichweite reintun. Dadurch geht nur euer Tempo ein klein wenig runter. Mit dem Lasermarkierer könnt ihr leichter treffen aus der Hüfte. Im Normalfall werdet ihr eh nicht unaimen mit der Waffe. Dann habe ich hier noch mehr Patronen dabei. Lasst euch nicht abschrecken, das Nachladetempo bleibt gleich eigentlich, nur ihr habt halt mehr Patronen dabei. Marathonschaft, wichtiger Punkt, da habt ihr eine Menge Vorteile. Wenn ihr den aber noch nicht frei habt, könnt ihr gerne einen anderen nehmen. Und anderen ohne Schaft. Hallöchen Marlon. Hi, hi. Und wenn ihr meinen Waffenguide nachgebaut habt, gerne reinkommentieren, wie ihr die findet. Apropos reinkommentieren, wenn ihr noch Hilfe braucht mit der Waffe, wie ihr die freischalten könnt, dafür bin ich natürlich auch da in den Kommentaren. Jo, mit der kleinen Shotgun habt ihr natürlich hier auf Karten wie auf Nuketown oder Crossroads keine Probleme mehr. Ihr könnt einfach reinpushen, 4-5 Leute nacheinander eliminieren, ohne dass ihr nachladen müsst. Eine Menge Feuerrate, hoher Schaden, gute Streuung. Der kleine Haken wäre nur, die Nachladeanimation, denn ihr lädt echt verdammt lahmarschig nach und das dauert ewig lange. Ich finde die Waffe im Vergleich mit Modern Warfare 3 mit der Striker schon ein bisschen unterpowered, beim Nachladen natürlich. Würde die Nachladeanimation schneller gemacht werden, also höher gebufft werden, könnte die eigentlich relativ gut werden. Und ja, ich finde die Waffe schon gut für kleinere Karten aber nur. Aber ja, wegen Waffen buffen und nerven, die Entwickler machen immer eine Menge Fehler. Und momentan wurde ein Voss und die DMR runtergenervt, die MAC-10 und ein paar weitere Waffen. Aber ja, die Nerfe und Buff-Updates haben nicht viel gebracht, finde ich. Natürlich bin ich keiner, der gerne Voss und spielt. Habe ich jetzt natürlich mitbekommen, viele haben sich darüber beschwert. Und ganz ehrlich, ich denke mal nicht, dass die Entwickler da irgendwie das noch richtig hinbekommen werden. Aber naja, ihr kennt ja Call of Duty. Eine Meterwaffe wird genervt, die nächste Meterwaffe erscheint. Whatever. Natürlich wegen den Updates, wir werden natürlich noch weitere Bereiche mit Updates, die aber momentan ein bisschen Verspätung drin haben. Ich glaube, die machen gerade Urlaub hier bei Activision, keine Ahnung. Aber ja, ein Update wäre noch mit dabei mit neuen Karten, neuen Waffen, neuen Modi und vielen weiteren mehr, die hier geleakt wurden. Tja, eine kleine Neuigkeit hätten wir. Am 14. Januar, mein Geburtstag, bin ich vielleicht live, da erhalten wir nochmal eine neue Feuertrupp-Karte. Ich denke mal, keine Vollsicht drüber, weil Feuertrupp spielt eh keiner. Da werden aber Boote mit dabei. Bedeutet hier, die Karte wird eventuell auch mit eingebaut für Warzone, für die neue Karte, die bald reinkommen wird. Und ja, wir hätten dann noch mit dabei den Dropkick-Mode und hier aufgeputscht für Untote. Naja, keine Ahnung, whatever. Aber immerhin. Ich finde, Call of Duty könnte echt noch mehr Content reinbringen. Wegen den Waffen, I don't know, irgendwie neue Waffen, nicht immer alte Waffen remastern. Und natürlich mal gucken, ob die Waffen hier in den Griff bekommen. Findest du schon cool, dass die hier einen Content reinbringen, aber ich finde, Call of Duty Cold War könnte noch mehr vertragen. Natürlich momentan auch noch andere Probleme wegen Matchmaking, YouTuber etc. Darüber will ich aber hier gar nicht reden, einfach nur meinen Waffenguide vorstellen, in kurzem, knappen Video. Natürlich alle weiteren Neuigkeiten werde ich euch hier berichten und unten mitverlinken. Und an der Stelle, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann, meine Freunde, haut rein.